Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich muss zugeben, dass ich schon ein Stück weit stolz bin, dass wir jetzt hier in der Generalaussprache stehen und über Digitalisierung reden. Und wie oft wir Digitalisierung in diesem Koalitionsvertrag verankern konnten, das ist ein Stück der Arbeit, die wir auch als Digitalpolitiker in den letzten 4 Jahren gemeinsam gemacht haben. Und da geht mein Lob nicht nur an die neue Staatsministerin Dorothee Bär, die gleichzeitig auch die Erfüllung eines ersten Wahlversprechens ist, sondern auch an meine Kollegin Nadine Schön und viele andere aus dem Ausschuss für Digitale Agenda. Und wir können sagen, Digitalisierung ist in dieser Periode Chefsache geworden. Und dass der Chef BK selbst derjenige ist, der sich zu den Themen jetzt auch äußert und der auch mit dem Gewicht seines Amtes vorantreibt, das ist gut. Denn Digitalisierung wird oft auf der Metaebene besprochen. Aber wir müssen natürlich auch ins konkrete Handeln kommen. Aber beim konkreten Handeln können wir nicht so eine Diskussion führen, wie die hier in dieser Diskussion schon mal eröffnet wurde, ob wir uns jetzt erst noch allen Schultoiletten widmen müssen, bevor wir anfangen, Digitalisierung in die Schulen zu tragen. Da hat Dorothee Bär absolut recht. Da geht es um das sowohl als auch. Und man darf nicht immer einen Grund finden, irgendetwas nicht zu tun. Und wir haben in den letzten 4 Jahren eine Menge bereits gemacht, von denen vieles in dieser Periode jetzt auch sichtbar werden wird. Ich fange mal mit dem Breitbandausbau an. 4,4 Milliarden Euro hat die Regierung in der letzten Periode zur Verfügung gestellt. Davon ist eine Menge zugesagt und eine Menge wird gerade gebaut und ist auch im Entstehen. Das neue Ziel, Frau Kollegin Bär, mit den 1000 Mbit ist eben ein sehr realistisches Ziel, weil wir weitere 10 Milliarden in diesem Koalitionsvertrag konkret hinterlegt haben. Und das ist ein wir wollen mal gucken, ob man die 10 Milliarden überhaupt alle so verbauen kann. Und im Übrigen ist es eine Aufgabe nicht nur des Staates, sondern auch von privaten Unternehmen. Denn seit 1996 ist eben die Telekommunikation keine Staatsaufgabe mehr. Wir haben das Thema E-Government in der letzten Periode schon sehr weit vorangetrieben. Denn wir haben das Grundgesetz geändert für einen Portalverbund von Bund, Ländern und Gemeinden. Wir haben das Online-Zugangsgesetz gemacht und wir haben festgeschrieben, dass bis 2022 alle Leistungen des Staates eben auch online zur Verfügung stehen müssen. Wir müssen das jetzt umsetzen und ich glaube, dabei ist ein Punkt ganz wichtig, das, was Norddeutsch Usability heißt. Wir haben auch in der Vergangenheit gute Lösungen gebaut bei elektronischen Dienstleistungen, aber die waren unendlich kompliziert. Und wenn bei E-Government erstmal vollqualifizierte elektronische Signaturen installiert werden müssen mit komplexen Passwörtern und Ähnlichem, dann wird das die Menschen nicht begeistern. Und deshalb ist unsere Aufgabe jetzt, das Ganze auch ein bisschen sexy und gut nutzbar zu machen. Wir haben für das Start-up-Ökosystem in Deutschland in der letzten Periode sehr viel investiert. Exis, der dritte Hightech-Gründerfonds, Investzuschuss Wagniskapital. Die KfW investiert wieder, mit Coparion haben wir einen staatlichen Venture Capitalist, der Europäische Investitionsfonds 500 Millionen, eine Wachstumsfazilität, die Verlustvorträge, viele, viele Dinge. Wir müssen in dieser Periode gucken, dass wir auch private Mittel für Internet-Startups zur Verfügung stellen. Wir haben gerade heute die Nachricht bekommen, dass unter anderem die Allianz, aber auch eine Reihe anderer Unternehmen 160 Millionen Dollar investieren in eine neue Bank, in N26. Und das ist das richtige Zeichen. Es gibt viel privates Kapital, das im Silicon Valley diese Unternehmen, die da jetzt existieren, überhaupt dazu gemacht haben. Und wir müssen mit einem Dachfonds unter der Führung des Bundeswirtschaftsministers dafür sorgen, dass das private Kapital viel stärker als bisher auch den Unternehmensgründern in Deutschland zur Verfügung steht. Die digitale Schule, der Digitalpakt D, da geht es nicht nur um 3,5 Milliarden, da geht es um die Schulcloud, um Inhalte. Und wir haben im Übrigen auch hier eine sehr konkrete Zusage, alle Schulen mit Glasfaser bis 2021 anzubinden. Und wenn man jetzt über die großen Unternehmen aus den USA diskutiert, dann haben wir ja nun gerade gestern gehört und vorgestern, was offensichtlich bei Facebook mit Daten passiert. Wir werden am Freitagmorgen mit dem Ausschuss Digitale Agenda Facebook einladen, weil wir wissen wollen, wie kann das eigentlich sein,
dass aus 270.000 Zustimmungen 50 Millionen Datensätze werden. Und welche deutschen Nutzerkonten sind da eigentlich betroffen? Und wenn man dann sagt, die haben uns doch erklärt, sie würden das löschen und niemand kontrolliert das, dann ist das nach meinem Verständnis nicht mehr compliant mit unseren Gesetzen. Und wenn ich mir angucke, mit welchen Strafen deutsche Unternehmen in den USA überzogen werden, dann finde ich, müssen wir das, was wir an Gesetzen haben, jetzt hier auch vollstrecken. Und die Datenschutzgrundverordnung ist ein Gesetzeswerk, was dieser Tage viele Vereine und auch kleine Unternehmen in Aufruhr versetzt, weil sie sich fragen, was müssen wir jetzt alle für Bedingungen erfüllen. Wir müssen jetzt verdammt noch mal gucken, dass auch diese großen Unternehmen wie Facebook diese Bedingungen erfüllen müssen und dass sie lernen, dass das kein Spaß ist, wenn man mit den Daten unserer Nutzer so umgeht, wie sie es tun. Wir haben die E-Privacy-Verordnung, die jetzt gerade in Brüssel kommt. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir mit E-Privacy nicht ein Werk schaffen, was diesen großen amerikanischen Unternehmen eine unglaubliche Stärkung ihrer Machtposition bringt und unseren eigenen Mittelständlern den Boden unter den Füßen wegzieht. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag geschrieben, digitale Geschäftsmodelle müssen erhalten bleiben. Und das gilt auch gerade für die Angebote der Verleger. Und deshalb empfehle ich auch dem einen oder anderen, vielleicht weniger auf ein europäisches Leistungsschutzrecht zu gucken, sondern mehr das Thema E-Privacy zu beobachten, inwieweit das jedem Verleger in diesem Lande anschließend auch seine Geschäftsmodelle ermöglicht. Daten sind nicht nur ein Risiko, sondern Daten sind eine Innovationsquelle. Und deshalb haben wir verabredet, eine Datenethikkommission ins Leben zu rufen, die einerseits prüfen soll, wie können wir unseren Datenschutz realistisch gestalten und die Bürger schützen, aber andererseits auch gucken soll, wie können wir eigentlich mit Daten tatsächlich Innovation betreiben. Und da haben wir viel zu tun. Es gibt eine Reihe weiterer Themen, das deutsch-französische Zentrum für künstliche Intelligenz, die Blockchain, die uns vor viele regulatorische Herausforderungen stellt. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Wir haben eine gute Struktur. Ich freue mich auf die Unterstützung aus dem Kanzleramt. Das gab es bisher in der Form noch nie, und auf die gemeinsame Arbeit in den nächsten 3,5 Jahren. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Anke Domscheit-Berg, Fraktion Die Linke.